Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch den dritten Teil der Spiegelreisenden-Saga von Christelle Dabot vor, das Gedächtnis von Babel. Erstmal zum Cover. Das Cover gefällt mir wie immer sehr gut. Ich finde es einfach extrem außergewöhnlich. Es passt auch sehr, sehr gut zu dem Cover von Teil 1 und 2. Wir haben hier wieder so eine Art Band, auf dem der Titel steht, diesmal in einem schönen Grünton, und das Band selbst windet sich eben um eine der Archen. Und ja, das Ganze ist in so einem schönen hellgrün, hellmintton gehalten. Es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Worum geht es in diesem Teil? Wer sich erinnern kann, am Ende des zweiten Teils, die Verschwundenen vom Mondscheinpalast, haben Ophelia und Thorn dann endlich geheiratet, allerdings unter recht widrigen Umständen, und am Ende ist Thorn spurlos verschwunden und Ophelia musste zurück nach Anima. Dort beginnt die Story jetzt auch wieder, 2 Jahre und 7 Monate später. Ophelia hat immer noch nichts von Thorn gehört oder gesehen und ist natürlich dementsprechend frustriert. Es fiel ihr irgendwie schwer, sich in ihr altes Leben wieder einzufinden. Und dementsprechend erleichtert ist sie, als ein alter Bekannter auftaucht und sie entführt. Allerdings geht ihre Reise nicht zurück an den Pol, sondern auf die Arche mit Namen Babel, denn dort erhofft sie sich, ein Rätsel zu lösen, und zwar geht es natürlich darum, wer Gott ist und wie man ihn aufhalten kann, und sie erhofft sich eben, das in der großen Bibliothek von Babel herauszufinden. Dazu, um überhaupt Zutritt dahin zu haben, da rein zu haben, muss sie allerdings eine Angestellte quasi werden, also sie muss dort studieren, und dann hat sie die Chance, in einem Auswahlverfahren eine sogenannte Vorbotin zu werden. Das ist aber in jedem Jahrgang nur ein einziger, und deswegen muss sie sich natürlich ganz besonders gründlich ins Zeug legen und gleichzeitig darauf achten, ihre wahre Identität nicht zu enthüllen, denn Gott hat natürlich überall seine Handlanger. Wie hat mir das Ganze gefallen? Tatsächlich bin ich auch dieses Mal wieder absolut begeistert von der Story. Es gefällt mir nach wie vor richtig gut. Ich finde, es ist einfach eine absolut außergewöhnliche Geschichte mit einer absolut außergewöhnlichen Protagonistin, die ich einfach immer wieder überraschend finde. Beim Lesen habe ich festgestellt, dass ich glaube, dass das Überraschendste an Ophelia tatsächlich ist. Sorry, aber ich packe es jetzt einfach direkt vor der Kamera aus. Das ist nämlich Teil 4. Ich freue mich schon so mega krass darauf, das zu lesen. Tada! Oh, diesmal im schönen Rot. Geil, ich freue mich. Okay, weiter geht's. Genau, ich glaube, das Interessante oder das Überraschende an Ophelia ist, dass sie nicht rummeckert. Das ist hauptsächlich das, was mich an ganz, ganz vielen anderen Protagonisten in den Büchern, die ich in letzter Zeit gelesen habe, gestört hat oder stellenweise wirklich mir auf die Nerven ging. Ophelia erlebt schon seit Teil 1 Misshandlungen, Gewalttaten, sowohl psychisch als auch körperlich. Sie findet sich immer wieder in Situationen, wieder, die einfach total verstörend sein müssen und auch absolut, ich weiß auch nicht, grauenhaft einfach. Trotzdem beklagt sie sich nie, sie heult weder vor anderen über ihr schlimmes Schicksal rum, noch vor sich selber. Klar, am Anfang war es so, oh, ich muss heiraten, das ist voll scheiße, ich will das eigentlich gar nicht und ich kenne den ja auch überhaupt nicht und keine Ahnung. Das kann man aber nachvollziehen. Trotzdem hat sie von ihrem ersten Moment am Pol an total gelitten und ihr Verlobter hat nichts dazu getan, dass es ihr besser geht oder sowas. Und das zieht sich mittlerweile bis hier durch das dritte Buch durch. Sie belastet einfach niemanden mit ihren Problemen und noch nicht mal wirklich sich selber. Sie bemerkt diese Probleme und sie verdrängt sie einfach und macht weiter. Und ich glaube, das ist das, was Ophelia so interessant macht.
In den meisten Büchern ist es tatsächlich meiner Meinung nach so, dass die Protagonisten zu viel rumheulen, zu viel ihr eigenes Schicksal bedauern. Und da nehme ich jetzt auch meine eigenen Bücher gar nicht von aus. Ich habe es auch so gehalten. Das Buch hier inspiriert mich aber dazu, es zu verändern, weil ich Ophelia total sympathisch finde, dadurch, dass es so ist. Klar, es ist am Anfang total verwirrend und man denkt sich so, kann die dem gefälligst mal erzählen, wie scheiße es ihr geht und so. Aber die macht das halt nie und irgendwann gewöhnt man sich daran, dass sie ihre Probleme selber in die Hand nimmt und selber löst und sich auch durch nichts von ihren Zielen abbringen lässt. Obwohl man manchmal vorn einfach wirklich eine reinhauen will, weil man denkt so, kannst du mal sehen, was die alles für dich macht? Und das ist einfach das, was mich absolut an diesen Büchern begeistert. Ich hatte noch eine Sache, die mir beim Lesen aufgefallen ist, genau. Und zwar finde ich, haben wir hier in diesem dritten Teil endlich die Situation, dass wir auch die anderen Archen etwas mehr kennenlernen. Wir haben ja schon einen ganz flüchtigen Eindruck von Anima bekommen am Anfang des ersten Teils und jetzt auch am Anfang des dritten Teils. Und wir kennen den Pol in fast all seinen Facetten. Da finde ich es ganz cool, dass man im zweiten Teil auch etwas außerhalb des Mondscheinpalastes kennenlernt von der Arche selbst, in Form dieses Seebades, da wo die Familie von Ophelia halt ist. Und hier lernen wir jetzt endlich auch mal eine der anderen Archen kennen, die ganz woanders ist als der Pol oder Anima. Und das finde ich echt mega cool. Wir kennen jetzt halt schon zwei von den Familienoberhäuptern, von den Familiengeistern. Und hier lernen wir nochmal zwei kennen und ich finde es wirklich sehr, sehr interessant, diese Welt einfach ein bisschen mehr erleben zu dürfen. Mir gefällt es nach wie vor richtig, richtig gut. Dieses dritte Buch hier hat 513 Seiten. Das finde ich eine recht angenehme Länge, ungefähr 100 Seiten weniger als Teil 2. Finde ich ein bisschen angenehmer zu lesen tatsächlich. Das Buch in der gebundenen Ausgabe kostet 18 Euro. Ich finde den Preis nach wie vor vollkommen in Ordnung, gerade weil es eine so außergewöhnlich gute Story ist. Weiterhin empfehle ich das Buch oder die Reihe komplett ab 14 Jahre, allerdings auch durchaus für Erwachsene. Ich bleibe bei meiner Einschätzung mit 5 von 5 Sternen. Ich finde es wirklich einfach genial und ich liebe diese Reihe über alles. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Teil 4 im Sturm der Echos. Da mache ich mich jetzt auch direkt ran und werde euch das Ganze natürlich ebenfalls rezensieren. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag.